Thron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprach: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllt wird, welches sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Spirt und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Namen Jesu und bunden ihn und führten
führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiger Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Thank you.
uns aber folget der Jesu nach und einander rühme. Aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
der Schule und in dem Tempel, da alle Jüden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geringt. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht gelebt, was schlägest du zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wehrte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du rechts, deine Jünger? Ein, bist du rechts, deine Jünger? Ein, bist du rechts, bist du rechts, deine Jünger? Ein, bist du rechts, deine Jünger? Freunde des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus aber mal und also bald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus. Bitterlich und weinend.
Sie Jesum von Kaiba vor das Richthaus, und es war Frühe, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wird diesem nicht ein Leben geben? Thank you.
sprachen die Jüden zu ihm. Nicht diesen Sonnen, Mann, 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 Mann,
Eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihn ein Purpurkleid an und sprachen: Sei Thank you.
hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu. Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Wir haben keinen König.
Nach Golgatha.
Schrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Städte waren nah bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf Hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Maria Cleophas war.
sahe und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter.
Schmerzen zwar nicht sagen.
das Haupt und sprichst, still schweigend, ja. Tempel zerriss in zwei Stück von oben an bis unten aus, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber täten sich auf und stunden auf die Leibe der Heiligen. Thank you.
Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht eine eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Thank you.
über den Bach Kidron. Da war ein Kater, da rein ging Jesus und keine Jünger. Judas aber, der ihn vermied, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft, da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten: dass das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe dir keinen verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und gib ihm sein Recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Thank you.
die Schar, aber und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäger, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Oh,
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Der Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: Bist du nicht dieses Menschen Jünger, Peter? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht.
denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete, ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach, solltest du den hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete, ob ich Bibel geriet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geriet, was schlägest du mir? Thank you.
Weiß ich, wo will du Hendrik hin? Aha, weiß ich, wo will du Hendrik hin? Aha, weiß ich, wo will du Hendrik hin? Wo will du Hendrik hin? Aha, weiß ich, wo will du Hendrik hin? Wo soll ich mich erquicken? Wo will du Hendrik hin? Wo hin? Wo soll ich mich erquicken? Thank you.
Süden zu ihr. Aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Los gebe,
wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden König los gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen Sultan, nicht diesen Sultan, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus.
Abendfreude, sei mitten leiden, bringt Abendfreude, es liegt der Sünden Mut.
Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Darum, der mich dir überantwortet hat,
schrien und sprachen: Lässest du diesen Los? Du bist du des Kaisers Thron. Lässest du diesen Los? So bist du des Kaisers Thron. Lässest du diesen Los? So bist du des Kaisers Thron. Lässest du diesen Los? So bist du des Kaisers Thron. Lässest du diesen Los? So bist du des Kaisers Thron. So bist du des Kaisers Thron.
Glaubens Flüge, niemand an des Glaubens Flüge. Flieht, flieht, flieht. Angefochten Seelen, halt, halt!